Macht Kacau. Macht Kacau? Keine Ahnung. Warum Kacau? Lightning McQueen macht immer Kacau. Bin ich rot? Nein. Dann bist du wahrscheinlich auch kein Auto. Ja, nah dran. Nein. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen eine neue Folge von meinem Rennwagen. Und wie ihr seht, ich halte diese Kamera. Ich halte sie nicht selber, sondern Jonas ist auch da. Hallo. Und da ist ziemlich viel passiert in den letzten Tagen, weil ich immer so ein bisschen abends noch hier noch dran rumgetüftelt habe. Und primär im Innenraum. Deshalb zeige ich euch das jetzt mal. Wo fangen wir denn an? Fangen wir einfach mal. Du kannst ja erstmal einmal reinluschern hier. Ja. Also es ist ziemlich leer. Ja, es ist ziemlich leer, aber es ist schon eigentlich auch schon wieder relativ voll. Also viel mehr kommt auch nicht. Fangen wir hinten an. Ich guck mal hier durch. Also, wie ihr da seht, was aussieht wie ein riesengroßer Feuerlöscher, ist im Prinzip auch ein riesengroßer Feuerlöscher. Das ist die Feuerlöschanlage. Da kommen jetzt noch nachher an diese Dinger hier, die man jetzt wahrscheinlich super sieht, wenn ich im Licht stehe, aber ist egal. Ja, da sind so Dinger halt. So, da kommt dann noch so ein Zug dran und dann kann man von außen sowie von innen diese Feuerlöschanlage quasi betätigen und da geht dann hier diese Leitung von hier nach vorne im Fußraum und im Motorraum. Sieht man jetzt auch nicht ganz so gut, aber nachher kommt hier irgendwo dann die Leitung raus, dann hast du noch so eine Düse, zwei Düsen, vier vorne. Eine im Innenraum und die löschen dann im Idealfall dein Motor, deine Füße, dich selber, wie auch immer, wenn es brennt. Hauptsächlich der Motor, du bist eigentlich egal. Ja, ich weiß. Das machen wir nur für die Frauen. Ja. Dann haben wir... Soll ich auf der Seite bleiben? Ja. Ja, kannst du machen. Dann haben wir den neuen Sitz drin, der ist heute gekommen. Ich liebe diesen Sitz, den habe ich mir auf der Messe in Köln ausgesucht. Und er ist genauso geworden, wie ich ihn haben wollte. Halt so in der Farbkombination da oben mit Logo, das sieht man leider nicht so richtig schön. Aber es ist auf jeden Fall eins da. Ja. Damit ich nicht vergesse, wie ich heiße, steht das da auch nochmal drauf. Top. Es ist auch kein Leder, es ist, was ist das? Das ist so ein bisschen so ein perforierter Stoff, wie so... Wie der Recaro-Stoff so ein bisschen, ja. Auf den Recaro Speed und auf den SR und so, da war der auch... Das ist so dieser Stoff, der in so einer Sporthose innen drin ist. Ja, genau, das ist so ein bisschen atmungsaktiv, genau. Und so. Und ja, er ist natürlich, auch so hier mit den Ohren dran, er ist natürlich eigentlich, also sagen wir so, ich bin viel zu groß für das Auto, der Sitz ist viel zu groß für das Auto, es ist wie es ist. Es sieht jetzt auch noch so ein bisschen so aus, wenn man von da guckt. Ja gut, es geht. Also ich muss mal einmal von hier gucken, wegen dem Licht. Wenn man von hier guckt, sieht es so aus, als wenn er nicht reinpasst. Aber wenn man genau die Linie nimmt, geht sie, glaube ich, zu. Vorteil an den Türen. Vorteil an den GFK-Türen, sie sind halt nicht wirklich schwer. Ja. Und wie man dann so sieht, ist das Ohr hier quasi mehr oder weniger im Auto. Und da wir ja nachher Makrolonscheiben fahren, also das wird knatscheng. Aber es hat ja auch niemand gesagt, dass das hier alles Spaß machen soll. Nein, und erstmal ernst, sie bauen hier auch kein Reißverschluss, was irgendwie durch übermäßigen Komfort auffallen soll. Das war ein Rennwagen. Armaturenbrett ist euch vielleicht aufgefallen, ist auch wieder drin. Und das mussten wir hier, sieht man das ganz gut, auch relativ großzügig aussägen. Es ist kein schwarzes. Nein. Ich habe gelernt, bei schwarzen macht man sowas nicht. Ja, deshalb haben wir uns hier kleine schwarze Flechtchen gebaut, damit das jetzt nicht ganz so komisch aussieht. Form follows eindeutig Function. In jedem Fall, ja. Ja, wir haben hier auch so ein bisschen Abdeckung und da kommt auch noch eine hin, weil wir haben festgestellt, ich krieg's nicht raus, diese kleine Abdeckung hier vom Airbag, was meinst du, wiegt die? Ich weiß es nicht. Haben wir eine Waage, die ja, so fein ist? Nee, ich habe nur die große hier, aber schade. Das Ding wird locker, wenn du das aus Alu baust, locker die Hälfte leichter. Ja, ich glaube sogar nur Max, vielleicht sogar nur ein Drittel. Also, weil hier ist klar, da ist sonst der Airbag drauf. Die haben hier zwei Schienen eingebastelt. Hier sind noch die für die Schrauben. Das ist einfach. Sau schwer. Es ja, ist sau schwer. Das heißt sau schwer. Aber. Aber für so ein kleines Teil ist es sau schwer. Ja, und es ist dann auch noch relativ hoch oben im Auto. Also, Blödsinn, ja. Brauchen wir nicht. Kommt noch in einer schöneren Alu-Variante. Dann seht ihr hier schon den ersten Teil von meinem ganzen Lenkrad.
So, also das ist hier das 7 Zoll Strada Dash in dieser Race-Variante ohne Anzeige für Blinker und so ein Trödel alles. Der braucht sowas auch. Ja, das hat, da haben wir auch so einen Aluhalter gebaut, den werden wir noch ein bisschen abstützen müssen. Der ist zwar schon relativ fest, aber naja, bei dem, was wir hier nachher so an G-Kräften, ich habe das mal, weiß jetzt nicht, wie viel das waren, aber es herrscht einiges an G-Kraft in so einem Auto, wenn du bremst und auch wenn du durch die Kurve fährst und so. Von daher werden wir da nochmal irgendwie, glaube ich, nochmal das Halter hier nochmal ein bisschen erweitern. Ja, auch vibrationstechnisch ist das, glaube ich. Ja. Also, man sieht es jetzt vielleicht nicht, aber es vibriert halt schon. Es bewegt sich. So, es lässt sich leicht, es wird Schwingung aufbauen. Es schwingt jetzt immer noch ganz leicht. Man sieht es, glaube ich, nicht in der Kamera. Ja, also da sollten wir auf jeden Fall nochmal eine Abstützung machen. Ja, und hier, das ist echt praktisch ohne Scheibe. Hier ist ein Tablet drin, da ist jetzt natürlich der Akku alle. Darüber werde ich nachher mein Race Capture quasi bedienen. Also Race Capture ist so eine Logging-Box, so eine Telemetrie und sowas. Und die arbeitet halt mit einer App und die läuft nur auf Android. Deshalb musste ich hier so ein Fire TV-Tablet oder irgendwie so ein Trödel. Und darüber kann ich die dann halt steuern. Da kann ich ihm sagen, hier, jetzt wird geloggt und kann den ganzen Kram über diese Box sogar live streamen. Das wird nachher für uns interessant. Das wird auch so ganz witzig. Also es könnte ganz gut sein, wenn das nachher alles vernünftig läuft, dass wenn ich dann an einem Sonntag auf der Strecke rumfahre, ich euch bei Insta oder so einen Link poste, dann könnt ihr da raufdrücken, dann könnt ihr sehen, wo ich da auf der Strecke rumdödel und so ein Kram. Ist zugegebenermaßen auch nicht unbedingt aus der Kategorie, brauche ich zwingend zum Leben, aber ist ganz gut. Und diese rote Schlaufe hier ist dafür da, dass wir auch wieder rauskriegen, weil das sitzt extrem knatsch da drin und ist hinten mit Klettband fest, was ich euch jetzt aber nicht vorführen werde, weil, wie gesagt, es ist echt extrem fest. Und ich glaube, sollte man lieber einmal weniger rausziehen, als es unbedingt sein muss. Dann haben wir da hinten, da so unten, man sieht es kaum, da sitzt unser kleines Rennsportgebläse. Genau, da kommen dann halt zwei Wasserleitungen dran und dann haben wir da schon irgendwie so eine Art vollwertige Heizung. Also wir müssen ja irgendwie... Wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, die Scheibe zu belüften, weil also A, ist es vom Reglement her vorgeschrieben und B, ist halt auch echt blöd, wenn du irgendwie... auf der Strecke fährst, es hat und geregnet, du kommst mit nassen Klamotten da rein, die Karre ist innerhalb von einer Minute gerade so ein kleines Auto sofort beschlagen. Ja. Nicht so cool. Geh mal auf die andere Seite. Ja, du setzt dich rein. Also, ihr seht, er kann jetzt da so entspannt einsteigen, ne? Das wird ungefähr das letzte Mal gewesen sein, dass er so entspannt hier einsteigt. Also sobald hier und hier noch Kreuz ist. Dieses Kreuz, was ihr da seht, das hier, das ist oben, das sitzt da noch in der Tür drin. Und ich glaube, ab dem Moment dann wird diese ganze Nummer hier recht unangenehm. Wird das nicht mehr so elegant. Naja, so. Mir kommt. Hier haben wir jetzt. Gib mir die Lampe. Unsere neue Batterie. So, einfach mal zum Vergleich. So eine normale Batterie. Meine Yellow Top Optima, die ich im anderen Civic hatte, die war sogar relativ schlecht. Die hat 12 Kilo oder so gewogen. Normale Autobatterien auch immer irgendwas so ab 10, 12, 14, 16 und auch noch mehr Kilos. Diese hier mit dem Halter unter 2. Es ist so absurd, die ist ja schon festgeschraubt, aber es ist so absurd, wenn man diese Batterie anfasst. Wie leicht die ist. Es fühlt sich wirklich nicht wie eine Batterie an. Also es fühlt sich nicht mal wie 2 Kilo an, wenn ich ehrlich bin, weil man einfach wahrscheinlich auch mehr erwartet. Aber also es ist wirklich absurd leicht. Hat 8 Amperestunden. Bei Lithium ist es aber so, dass ihr das umrechnen müsst oder könnt. Entspricht so ungefähr einer 30 Amperestunden Bleibatterie. Reicht also absolut. Wir wollen das Ding ja nur anlassen. Klar, ich kann damit jetzt nicht irgendwie auf dem McDonald's Parkplatz 2 Stunden lang Musik hören. Wir haben keine Lautsprecher. Wir haben keine Lautsprecher. Ja, und ich fahre auch nicht zu McDonald's mit dem Ding. Ne? Also, egal. die ist auf jeden Fall jetzt hier drin. Ja. Und es ist so, dass wir hier nachher trotzdem noch einen Sitz einbauen können. Das wird so eine selbstgebastelte Konsole dann und irgendwie so, dass der halt nur bis hier geht, auch nicht verstellbar ist. Ist einfach nur für den Fall, dass wir dann mal irgendwie abstimmen fahren oder wir einfach eine Lokfahrt machen oder wir einfach auf dem Trackday sind und einmal einer mitfahren will. Ja. Und das Schönste des heutigen Tages ist im Prinzip diese hier noch nicht ganz fertiggestellte Konstruktion, aber das ist im Prinzip so meine Mittelkonsole. Ziemlich aufgeräumt, wenn man da mal ehrlich ist. Ja, also hier oben drei mehr Schalter. Braucht man halt auch nicht. Ne? Genau, hier machen wir das Auto nachher an. Jo, top. Ich glaube, du musst den mal ausmachen. Halt mal die Lampe. Ja, also, hier machen wir nachher das Auto einfach nur an.
der hier ist jetzt noch nicht fest, da brasselt das alles noch so, an, hier machen wir die Zündung an und halt unser Licht da. Und hier, das ist ein Tankeypad, auch von Link. Frei programmierbar quasi. Genau, und damit kann ich quasi dann die Ein- und Ausgänge in meiner PDM schalten und sagen, hier machen wir Motor an, hier machen wir einen Scheibenwischer an, hier machen wir einen Toaster an und so weiter. Die sind komplett frei programmierbar. Nein. Oh, schade. Hier hinten haben wir unseren Hauptschalter. Wenn der aus ist, dann ist das ganze Auto halt aus. Und der, das seht ihr auch wieder hier, der hat hier so ein Löchlein. Da kommt nämlich auch so ein Bautenzug rein. Und dann hat man draußen quasi auch so ein, kann man auch so ziehen. Und das ist in unserer Klasse, wo wir fahren, noch nicht zwingend erforderlich. Aber es wird halt einfach gerne gesehen. So, das heißt, wenn mal ein Unfall ist oder so und die Karre brennt oder was auch und, immer. Und Alex schafft es nicht, aus eigener Kraft irgendwie den Schalter auszumachen. Können Sie daran ziehen, dann ist erstmal kompletter Strom weg. Und dann können Sie nochmal ziehen und dann geht die Löschanlage hier los. Ja, also so ein bisschen Sicherheit, Safety muss man halt überall mal mit. Kann nicht schaden. So. Wie gesagt, noch kann man hier auch einigermaßen elegant aussteigen. Liegt einfach daran, dass das Türkreuz noch drin ist. Ja, das war im Prinzip unser kurzes Innenraum-Update-Video. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir mal ein bisschen über das Äußere sprechen. Übernächste Woche wird es richtig spannend. Da fahren Jonas und ich mal wohin und holen mal was ab. Ja, aber, also wir nehmen auf jeden Fall die Kamera mit und wir haben viel Zeit. Und können viel dummes Zeug reden. Also können wir erstens viel dummes Zeug reden, zweitens werden wir beide extrem übermüdet sein und drittens werden wir sehen. Das ist einfach dämlich. Beim nächsten Mal sprechen wir mal über Achsenteile. Jonas hat es eben gerade schon gesehen, ich habe auch noch sehr, sehr schöne Teile hier rumfliegen. Die können wir uns auch beim nächsten Mal nochmal alle angucken. Das war jetzt erstmal so Innenraumstand jetzt. Ja. Keine Ahnung, wann wir das nächste Mal damit irgendwie um die Ecke kommen, aber ich denke mal spätestens nächste Woche oder vielleicht nochmal am Samstagsvideo. Jo. Relativ zeitnah. Wahrscheinlich schon. Also, haut rein, habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns Samstag. Liken, kommentieren, bla 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 und so weiter. Bis dann. Ciao.